Was geht Leute von heute? Mein Name ist Rebix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und wie ihr ja bereits im letzten Video gesehen habt, haben wir uns mal in die Rolle eines Abfuckers begeben. Und im Hintergrund-Gameplay des letzten Videos konntet ihr auch sehen, dass wir ordentlich was an Fahrzeugen und Frachten und was weiß ich nicht alles zerstört haben. Und ja, das Ganze hat uns dann natürlich in eine gewisse Art von Lobby katapultiert. Die Konsolenspieler von euch kennen diese Lobby, die PC-Spieler eher weniger. Aber ja, es ist die Heimat aller Abfucker. Und Tryharder, die Bad Sport Lobby, sprich die Spielverderber Lobby. Und immerhin war der letzte Kill, bevor wir in diese Lobby geraten sind, noch schön elegant mit einer Rogue-Bombe. Die hat uns dann erstmal 8 Tage Spielverderber eingebracht. Und ich will euch vorher sagen, dass ich wirklich ziemlich wenig Spielverderber-Lobby-Erfahrung habe. Zumindest was die PS4-Zeiten betrifft. Damals auf der PS3 war das längste, was ich mal in der Spielverderber-Lobby war, 6 Monate. Aber das war dann auch die Zeit meiner großen Pause. Und auf der PS4 habe ich nie wirklich die Spielverderber-Lobby auskosten können, weil immer wenn ich Spielverderber wurde, hatte ich dann eh keine Zeit zum Zocken. Dann ist die Zeit vorbei gewesen und ich war schon wieder in der normalen Lobby. Aber jetzt waren wir 8 Tage in der Spielverderber-Lobby. Und ich kann euch sagen, Leute, da geht echt einiges drunter und drüber. Natürlich habe ich meinen, in Anführungszeichen, Barcode mitgenommen. Das Prinzip, was ich mir beim Erstellen dieses Barcodes überlegt hatte, hat natürlich wunderbar funktioniert. Die richtigen Tryharder-Barcodes haben in meinen Kommentaren rumgeheult. Das ist ja kein richtiger Barcode. Ja, genau, das war natürlich auch der Sinn dahinter. Also Grüße gehen nochmal raus an euch Jungs, denn der Barcode war mit Absicht scheiße gemacht und hat dann in den Lobbys auch wunderbar funktioniert zum Triggern. Der Sinn eines Barcodes ist natürlich, dass man unerkannt bleibt und den Namen natürlich nicht findet. Wenn man den allerdings so aufbaut, wie ich das gemacht habe, mit kleinen I's drin und Unterstrichen, dann auch noch in einer recht markanten Form, sage ich mal, dann ist es natürlich einfach, den wiederzuerkennen und zu finden. Aber ja, das war natürlich auch der Sinn der Sache. Wie sich nämlich herausgestellt hat, sind unheimlich viele von euch in der Bad Sport Lobby. Das gibt's gar nicht. Ich bin in diese Spielverderber Lobby rein und so oft, wie ich in der Spielverderber Lobby erkannt wurde, wurde ich noch nie in den normalen Lobbys erkannt. Also haben wir einige Abfucker unter euch. Aber das war mir ja schon bewusst. So, in der Spielverderber Lobby sammeln sich dann natürlich die ganzen Tryharder, KD Warrior, Abfucker und wirklich ganz viele wirkliche Vollidioten. Also ich meine das wirklich ernst, Leute, was ich da erlebt habe. Das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Und für die Leute, die jetzt immer etwas Respekt vor der Bad Sport Lobby haben, kann ich schon mal Entwarnung geben. Denn glaubt mir, Leute, da gibt's gefühlt noch viel mehr Noobs als in den richtigen Lobbys. Und zwar natürlich rein auf PvP bezogen, weil die Bad Sport Lobbys sind voll mit God Mode Fahrzeugen. God Mode Laser, God Mode Hydra, God Mode Speedo und allgemein ganz vielen God Mode Glitches. Aber gleichzeitig sind das eben auch genau die Personen, die überhaupt komplett nichts auf dem Kasten haben und richtig lost sind in diesem Game. Wirklich das Hauptmotto, Hauptsache God Mode und nichts dahinter. Dieser Satz ist wirklich die Komplettbeschreibung für mindestens 80% der Spieler in Bad Sport. Vorneweg kann ich auch sagen, wenn ihr in den normalen Lobbys gerne mit Laser, Hydra oder allgemein Jets oder Luftfahrzeugen rumfliegt, das könnt ihr in der Bad Sport Lobby komplett vergessen. Es gibt da nur 3 Luftfahrzeuge, die ihr meiner Meinung nach wirklich recht sicher fliegen könnt. Und das ist der Pyro, der Starling und die Akula. Und die Akula auch nur deswegen, weil ihr damit ja Off-Radar seid. Ihr könnt der beste Jetpilot in Luft sein. Ihr könnt das Fliegen da komplett vergessen, weil die haben alle God-Mode-Jets. Alle. Und das Ding ist, in einer normalen Lobby wird man damit gar nicht so konfrontiert. Also dieser Unterschied war schon echt enorm. Man geht aus der normalen Lobby in die Bad Sport Lobby und da ist alles voll mit God Mode. Ihr könnt in der Luft wirklich überhaupt nichts reißen, wenn ihr nicht selber im God Mode seid. Und nicht mal dann. Ich habe ganz viele Jets gesehen, die sich da hin und her gejagt haben, aber keiner hat natürlich den anderen gekillt, weil alle im God Mode waren. Sondern wurde es denen so langweilig in der Luft, beziehungsweise die hatten ja auch keine Konkurrenz, keine Gegner in der Luft, weil sie ja niemanden töten konnten, weil jeder im God Mode war. Und dann sind halt sämtliche Jets immer auf die Leute draufgegangen, die dann auf dem Boden waren. Und ich weiß nicht, was bei den Leuten dann im Jet abgeht. Ich meine, das sind wirklich keine guten Piloten gewesen, die da im God Mode rumgeflogen sind. Die sind teilweise volles Rohr in die Gebäude reingecrashed oder mit Jets auf den Boden gedonnert und dann wieder hochgeflogen. Also ganz miserabel. Da habe ich Augenkrebs bekommen bei diesen Pilotenskills. Aber wirklich Hauptsache God Mode. Das ist, oh Leute. Es gibt allerdings auch, und das muss ich echt zugeben, eine Kategorie von Spielern, die wirklich sehr viel Spaß haben kann in Bad Sport Lobbys. Und zwar sind das die Bodenspieler. Wenn ihr auf dem Boden was drauf habt,
und euch eure KD relativ egal ist, dann habt ihr in Bad Sport Lobbies ein Festessen. Weil wenn die wirklich einmal aus dem God-Mode raus sind, dann sind die Leute komplett lost. Die spielen wie ein Level 20er. Die wissen sich überhaupt nicht zu wehren auf dem Boden. Ihr könnt die abfarmen wie nichts. Ich hatte da teilweise Leute, die wussten nicht mal, wie die snipen. Die standen da auf dem Boden mit ihrem tryharder Outfit, wollten dann quasi auf mich reinzoomen mit ihrem Sniper und sind dabei stehen geblieben. Die bleiben stehen und zoomen mit dem Sniper rein. So unglaublich viele Leute waren davon in diesen Bad Spot Lobbies. Ich konnte Headshots verteilen. So viele Headshots verteilen. Einfach nur, weil der Idiot da rumstand und ich ihn immer wieder wegsnipen konnte. Also ich muss echt zugeben, auch ich hatte anfangs ein wenig Respekt, dachte mir so, oh, Bad Sport Lobby, mal gucken, was da kommt. Da sind jetzt vielleicht richtig krasse Kaliber am Start. Da sind auch vereinzelt krasse Kaliber am Start, aber das ist in der normalen Lobby ja genauso. Aber viel, viel mehr Leute sind da einfach gefühlt noch mehr lost als die im normalen Modus. So, in dieser Bad Sport Lobby habe ich natürlich auch meine sämtlichen moralischen Ansichten überworfen, die ich sonst in den normalen Lobbys pflege. Denn was Bad Sport Lobbys betrifft, gehe ich gedanklich tatsächlich in die Richtung meines YouTube-Kollegen Gav Thunderlord und sage, die ganze Lobby ist ein Kriegsgebiet. Jeder Low Level, jeder High Level, jeder mit niedriger KD oder hoher KD, völlig egal, jeder in dieser Lobby ist ein Abfucker und hat es verdient, in dieser Lobby zu sein. Und deswegen mache ich bei niemandem in der Lobby einen Unterschied. Für mich ist eine Bad Sport Lobby ein riesengroßer Spielplatz. Ich muss wirklich sagen, Leute, ich hatte enorm viel Spaß in der Bad Sport Lobby. Ich hatte nichts, worauf ich achten musste. Ich konnte alles weghageln, was ich wollte. Das ist natürlich eine persönliche Sache, eine persönliche Einstellung. Das habe ich in den normalen Lobbys nicht. Da möchte ich ganz klar definieren und unterscheiden. Aber nicht in Bad Sport Lobbys. Da ist es mir scheißegal. Weil jeder Low Level ist ein Smurf. Oder meistens. Oder das sind eben Leute, die sich jetzt erstmal direkt einen Jet gekauft haben und sich überlegen, oh komm, lass mal eine ganze Lobby wegrasieren und zack sind die in Bad Sport. Die haben es absolut verdient. Das sind Lobbys, da sag sogar ich, die Leute haben es verdient, belastet zu werden. Und eine Sache kann ich euch jetzt schon mal sagen, ich werde auf jeden Fall auch nochmal in eine Bad Sport Lobby reingehen. Vielleicht werde ich mir extra einen Account dazu erstellen. Aber ich werde erstmal abwarten, bis die ganzen God Mode Glitches gepatcht wurden. Weil wenn die auch noch weg sind, dann machen die Lobbys sogar noch mehr Spaß. Weil der Luftkampf ist ziemlich ätzend, muss ich sagen. Aber der Bodenkampf ist ein Festschmaus. Viele sagen ja auch immer, Bad Sport wäre so schlecht und es wäre total beschissen, da reinzukommen. Es ist nur beschissen für die Leute, die mit ihren Kollegen und Freunden zusammenzocken wollen, die dann halt keine PvP-Spieler sind. Aber eins sage ich euch, Leute, für jeden PvP-Spieler sollte das auf jeden Fall mal eine Erfahrung sein, die ihr mitnehmen müsst. Mir haben die Lobbys unheimlich viel Spaß gemacht. Klar, man muss natürlich eins vorwegnehmen und sagen, die Leute, die in den Lobbys sind, da sind auch wirklich widerliche Pisser dabei. Die achten auf KD, da wird sich schnell in die Luft gesprengt. Natürlich, das ist ja ganz klar, das kennt man ja auch alles schon. Man muss halt wissen, wie man damit umgeht. Faire Duelle könnt ihr da leider komplett vergessen, selbst wenn es von beiden Seiten gewollt ist, gibt es immer irgendwen, der sich mit in den Kampf einmischt und dann ist so ein Duell auch schon wieder hinfällig. Am besten sind dann die Leute, wenn man sich dann in der Lobby duelliert und die sind dann gerade 3 Kills ab oder so und dann verlassen die den Kampf und schreiben dann sowas wie Els oder so oder I'm up. Das sind eh die Besten, die verpissen sich dann und schreiben dann, dass sie ab sind. Aber wenn ihr da so denkt wie ich und euch das egal ist, dann habt ihr wirklich keine Probleme in den Lobbys. Bei einem guten Duell, das sag ich jetzt immer so oder das sag ich immer so, wenn ich jetzt gegen einen anderen 1 gegen 1 mache, die ersten 15 Kills pro Person, sag ich jetzt mal. Das ist für mich ist das noch Aufwärmphase. Ein richtiges 1 gegen 1 geht bei mir Minimum bis 30 oder 50. Kommt immer drauf an, wie stark jetzt mein Gegenüber ist. Wenn ich schon merke, dass ich den ziemlich krass dominiere und es steht dann selbst in der Aufwärmphase jetzt irgendwie 15 zu 3 für mich, ja, dann merke ich schon, das wird nur ein Duell bis 30. Wenn es aber so aussieht, dass der Typ relativ mit mir mitkommt oder sogar besser ist als ich, dann geht so ein Duell auch gerne mal so bis 50, wenn nicht sogar noch viel höher. Aber das sind Sachen, die kann man in Bad Sport Lobbys nicht machen. Da muss man die Leute dann einladen in private Lobbys und da kann man sowas dann ausfechten, wenn man das denn möchte. Eure Bodenkampf-Skills werden hier auf jeden Fall krass gefördert. Natürlich ist da Dirty Gameplay mit dabei, ist ganz logisch, weil so sind die Bad Sport Lobbys. Aber ich sehe es halt so, ihr könnt euch das ganze Zeug ja aneignen, den ganzen Dirty Play Stuff. Und dann könnt ihr ja immer noch selber entscheiden, inwieweit ihr das anwenden wollt. Ist zum Beispiel bei mir so, ich kann natürlich spielen wie der letzte dreckige Hund, wenn ich denn darauf Bock habe. Da ich aber einfach meistens überhaupt keinen Bock drauf habe, weil es mir überhaupt nichts bringt und mir überhaupt keinen Spaß macht, lasse ich das. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht kann.
würde ich eh jedem von euch empfehlen, was PvP-mäßig so die Spielstile betrifft. Eignet euch selber mal so verschiedene Spielstile an, guckt, dass ihr da mitkommt und auch ein bisschen was drauf habt. Und dann könnt ihr im Nachhinein immer noch entscheiden, wie ihr diese Spielstile anwenden wollt. Das ist zumindest meine Ansicht. Ich habe in den Battlesport-Lobbys auf jeden Fall gut was aufnehmen können. Also kommen auf jeden Fall noch ein, zwei Battlesport-Videos. Seht das Video so gesehen als kleine Einführung, meine Meinungen zu den Battlesport-Lobbys. Ja, ich kann euch als Fazit wirklich nur sagen, war eine ziemlich lustige Erfahrung. Ich hatte viel Spaß. Und das werdet ihr dann auch in den nächsten Videos sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein und ciao, ciao.